Ja, zum Thema Personal Branding auf LinkedIn gibt es natürlich ganz, ganz viele Tipps, aber um das Ganze jetzt mal auf drei wichtige Tipps zu beschränken, die betreffen das Profil, also dein Profil, deinen Content und dein Netzwerk. Das erste Thema Profil, da geht es eben darum, wirklich ein aussagekräftiges Profil zu schaffen. Es geht eben darum, zum Beispiel mit dem Titelbild allein zu zeigen, was man macht und die Leidenschaft rüberzubringen. Wenn man jetzt zum Beispiel als Speaker aktiv ist, macht es natürlich Sinn, als Titelbild eben ein Bild zu nutzen, wo man auf einem Auftritt zu sehen ist, wo man irgendwie einen Vortrag hält. Das gibt einem direkt mehr Glaubwürdigkeit in der Online-Welt. Das ist jetzt so eine Sache, ne? Aber man kann natürlich total viel machen, um dieses Profil einfach sehr aussagekräftig zu gestalten. Zum Beispiel ist es auch wichtig, in dem LinkedIn-Profil-Slogan schon wichtige Schlüsselworte zu nutzen. Wenn man jetzt zum Beispiel Experte ist für Personal Branding, würde man da hinschreiben, Expertin für Personal Branding, weil über diese Schlüsselwörter wird man dann auch in der Google-Suche und LinkedIn-Suche aufgefunden. Das ist jetzt so eine Sache. Das andere Thema ist das Thema Content. Und natürlich ist es extrem wichtig, nicht nur da zu sein wie eine Karteileiche, sondern ihr wollt ja auch Content machen oder man will sich behaupten und auch seinen Expertenstatus untermauern. Und das macht man eben vor allen Dingen mit Postings, die einfach inhaltlich stark sind. Das bedeutet, stark sind sie dann, wenn sie einen Mehrwert kreieren. Und ich finde, einen Mehrwert kann man auf unterschiedliche Art und Weise kreieren. Man kann einen Mehrwert bieten, indem man informiert, dann gibt man irgendeine neue Information mit, die andere vorher noch nicht kannten. Man kann aber auch Mehrwert kreieren, indem man unterhält, Leute zum Schmunzeln bringt. Auch das geht auf LinkedIn, selbst obwohl es eine Business-Plattform ist. Ganz wichtig ist aber, eigene Inhalte zu machen. Also reproduziert nicht das, was andere vor euch schon gepostet haben, sondern schreibt eigene Artikel, macht eigene Videos und macht wirklich eigenen Inhalt. Das ist, glaube ich, super wichtig. Vielleicht ein kleiner Tipp, wenn man sich fragt, hey, ist das ein gutes Posting oder nicht, fragt euch immer, würde ich dieses Posting selbst gerne anschauen, wenn ich Nutzer wäre? Und ich glaube, das ist immer ein sehr guter Filter, um zu entscheiden, ist das Posting gut oder informativ oder nicht. Postet nur das, was ihr selber interessant finden würdet bei anderen. Und dann das Thema Netzwerken. Und ich glaube, das ist was, was in Deutschland noch viel zu konservativ betrieben wird. Ne? Also wir gehen nicht proaktiv auf andere Leute zu. Und am Ende des Tages ist LinkedIn nichts anderes als eine Konferenz, kann man sagen. Ne? Auf einer Konferenz, da gehst du auch hin, um neue Leute zu treffen. Du willst dich ja dann nicht nur mit denen connecten, die du schon kennst, sondern neue Leute kennenlernen. Und genau darum geht's. LinkedIn ist wie eine Konferenz, nur halt nicht an einem Tag im Jahr, sondern 365 Tage im Jahr. Und du kannst da jeden Tag rausgehen und mit den Leuten in Kontakt kommen, die für dein Business wichtig sind. Und deswegen sage ich halt immer, hey, netzwerkt proaktiv und vor allen Dingen strategisch. Sucht euch die Leute, die für euer Business wichtig sind, schreibt die an, tretet in Kontakt, macht einen Virtual Coffee aus und tauscht euch einfach mal aus. Das wären jetzt so die drei wichtigsten Tipps, Profil, Content und Netzwerk, um auf LinkedIn erfolgreich zu werden.